Ich betätige mich hier mit Erde brennt BOKU für Erde brennt und wir besetzen hier die Universität. Seit Montagmittag besetzen Studierende einen Hörsaal an der BOKU in Wien. Es ist der vierte besetzte Raum an einer Universität neben der Uni Wien, Salzburg und Innsbruck innerhalb weniger Wochen. Und ich finde es extrem wichtig, Druck auf die Politik auszuüben, weil sich sonst einfach nichts tut. Und wir befinden uns mitten in der Klimakrise und es ist einfach voll wichtig, dass was getan wird. Wir, die Studierenden, sind die Leidtragenden, die dann in 20, 30 Jahren auf einem kaputten Planet leben. Einfach wichtig, dass wir auf einen radikalen Systemwechsel aufmerksam machen, dass wir die Bildungskrise, die soziale Krise und natürlich auch die Klimakrise in den Griff bekommen. Und das muss jetzt passieren. Unsere Forderungen sind dann erfüllt, wenn es für jeden eine gerechte Chance auf Zukunft gibt auf dieser Erde, wenn die Klimakrise abgewendet werden kann. Im Vorfeld habe es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Studierenden, der ÖH und dem Rektorat gegeben. Wir als ÖH BOKU stehen ganz klar hinter Erde brennt und den Forderungen, weil wer, wenn nicht wir als Studierende, sollen Veränderung bewirken? Und wenn es die Regierung schon nicht macht, muss man halt ein bisschen drastischere Maßnahmen setzen. Und da sind wir gerade auch als Studierendenvertretung sehr froh, dass wir mit dem Rektorat, mit der BOKU an einem Strang ziehen können. Ich glaube, es zeigt auch sehr klar, wie lange wir Jungen schon ignoriert werden, wenn es um die Klimakrise geht. Schon seit 2019 spätestens stehen wir auf den Straßen und sind laut für Veränderungen. Wenn diese einfach ignoriert wird, dann kommt es zu solchen Maßnahmen, dass Hörsäle besetzt werden. Auch wenn man sich es geschichtlich anschaut, es waren eigentlich immer Studierende, die gesellschaftlichen Wandel ausgelöst haben über Studierendenproteste. Ich glaube, gerade darum ist es wichtig, mit einer Besetzung auch ein Zeichen zu setzen. Die Besetzung ist eine Aktion der Erde-Brennt-Bewegung. Studierende fordern einen Systemwandel, mehr Geld für Universitäten sowie den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Ich finde es wichtig, dass wir als Studierende unsere Meinung zeigen und für eine Bildung kämpfen, für die wir das Gefühl haben, dass sie auch in unserer Zukunft wichtig ist, weil so wie es gerade stattfindet, in dem System, auf das uns die Uni vorbereitet, in dem will ich nicht leben. Einfach ein bisschen als Solidarität für die Bewegung an der Hauptuni und weil es, glaube ich, wichtig ist, als Universität, die doch einen relativ sozialen Background hat wie die BOKU, da auch ein Exempel zu statuieren und dann zumindest übergangsmäßig auch unseren Beitrag zu leisten. Als Studierende ist die Universität unser Ort, an dem wir leben und an dem wir uns bilden. Und es ist der Ort, an dem wir uns auf eine lebenswerte Zukunft vorbereiten. Wenn wir nicht hier aufstehen und hier unsere Stimmen erheben, dann kann sich in der Zukunft nichts ändern.